Damit es endlich mal ruhig wird oder was? Also, jetzt mache ich auf jeden Fall den Ton aus. Ja, achso, damit sind wir richtig. Also wenn du irgendwo jemanden kennst oder was? Am besten einen ganz dicken Schwabbeligen, da stehe ich nämlich drauf. Echt, ja? Aha, und Pferde muss er hassen, weil sonst geht's nicht. Echt, ja, hohe Ansprüche. Ich hab da mit Ellenbogen im Bild, das ist viel schlimmer. Oh, was für Ansprüche hat's denn? Ein Bett oder was? Das weiß ich nicht. Also. Nimm mal eine Waschmaschine. So, George Clooney kann das schon sein. Echt, ja? Sowas, ja? George Clooney ist ewig alt und ewig hässlich. Also, pass auf. Hast du gehört, ja, der ist hässlich. Der ist hässlich. Der ist 80 oder so. Jetzt kennst du das. Hallo, hier bin ich mal wieder und wie ihr gerade gehört habt, ist George Clooney nicht mein Typ. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen, sondern wir sind beim nächsten Teil von den Klapperpferden angekommen und es ist richtig viel passiert und das will ich euch jetzt mal zeigen. Hier seht ihr jetzt erstmal, wie wir mit Quentino an der Longe weitergearbeitet haben. Hier noch mit Totengewicht, sage ich jetzt mal, also ohne Zügel, Beine relativ entspannt runterhängen, noch nicht mitgetrieben und nichts, sondern einfach nur Gewicht drauf. Das Mädchen, was ihr gerade auf Quentino seht, das werdet ihr jetzt öfter sehen, denn ab Dezember 2016, also ab nächsten Monat, ist Maren, so heißt das Mädchen nämlich, Reitbeteiligung auf Quentino, weshalb sie mir da auch schon geholfen hat bei der Ausbildung, damit die beiden gleich schon so ein bisschen zusammenwachsen. Ihr seht jetzt hier, eigentlich mache ich das gleiche, was ich ohne Reiter mache. Also ich lasse ihn Schritt, Trab um mich herumlaufen, Handwechsel und stehen bleiben und Maren sitzt einfach nur drauf. Das haben wir ja schon im vorherigen Video gemacht, um ihm einfach sozusagen beizubringen, dass da auch Menschen drauf sitzen können und dass das nicht schlimm ist. Und damit er lernt, sich damit auszubalancieren. Das macht er hier eigentlich auch schon richtig gut. Ja, okay, wir sind ein bisschen gewandert über den Reitplatz. Nicht so schlimm. Jetzt seht ihr hier Raban und wenn ihr auf die Schweifhaltung guckt, dann seht ihr, was ich meine, als ich letztens gesagt habe, dass er ein bisschen steif ist in der Hüfte. Das sieht man auch daran, dass er erstens natürlich steif läuft, jetzt im Schritt noch nicht unbedingt, aber im Trab vor allem und dass er den Schweif sehr, sehr schief hält. Das Mädchen, was ihr hier seht, ist Svetlana, die ist Praktikantin bei uns auf dem Hof und da sie Raban sehr gerne mag, haben wir sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, einfach immer, wenn sie Zeit hat, mit ihm so ein bisschen um Kegelchen zu spazieren, um ihn ein bisschen zu biegen. Jetzt seht ihr hier, wie ich Quentinos Gebiss in Zucker eintunke. Also ich habe es erst nass gemacht und dann in Zucker getunkt. Das machen wir immer mindestens so den ersten bis zweiten Monat, wenn wir ein Pferd an die Trense gewöhnen. Weil jetzt seht ihr gleich, wie ich ihm zum ersten Mal die Trense drauf mache. Und das ist für die dann viel schöner. Man sollte das zwar nicht immer machen, weil Zucker auch nicht gut ist für Pferde in großem Maße. Aber so, ich sage mal, jetzt so die ersten zwei Monate mache ich das immer gerne, damit die Pferde einfach ein positives Gefühl mit dem Gebiss haben. Aber ihr seht trotzdem, das war jetzt das erste Mal, dass er das Gebiss drauf hat. Er war so ganz so, oh mein Gott, was ist in meinem Mund, was passiert? Aber ja, genau, jetzt muss ich die Trense erstmal einstellen, weil das war das erste Mal, dass er sie drauf hatte. Und er findet es ganz lustig und ganz faszinierend. Und wie findet ihr die Trense? Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie euch die Trense gefällt. Ich finde die so schön. Er hat ja einen braunen Sattel, deswegen musste ich auch eine braune Trense kaufen. Und oh, ich finde sie so schön. Ja. Wir sind dann auch spazieren gegangen mit Trense. Also ich habe Mella draufgesetzt ohne Sattel und den Strick habe ich in das Halfter reingemacht. Und wir sind so zum Grasen gegangen, dass er einfach so ein bisschen positive Erfahrungen mit dem Gebiss auch macht. Weil am Anfang fand er das natürlich irgendwie unheimlich und blöd und er sollte merken, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Jetzt seht ihr hier, da war der Hufschmied da und bei Quentino konnten wir natürlich nicht filmen, weil ist ja mein Handy, mit dem wir das filmen und ich musste Quentino aufhalten und da haben wir irgendwie nicht dran gedacht. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier Raban, dem die Hufe gemacht wurden. Genau, der Hufschmied war also da. Ja, ich meine, er hat natürlich gesagt, die Hufe sind ziemlich schief, aber das ist ja kein Wunder, nachdem die 4 Jahre lang nicht gemacht wurden. Aber eigentlich war er relativ zufrieden. Also sie haben jetzt nicht irgendwie groß Huffäule oder schlechte Hufkonsistenz, sondern er meinte, es geht eigentlich, aber ja, sie müssen halt noch ein paar Mal zum Hufschmied. Ja, dann seht ihr, ich glaube, ein paar Tage später bin ich mit Quentino in eine Waldrunde gegangen. Also ich saß drauf und meine Mutter hat ihn geführt und ich hatte Zügel auch noch im Halfter. Da haben wir ein bisschen stehen bleiben und losgehen geübt, also dass er das sozusagen unabhängig vom Führer macht. Aber natürlich habe ich mir trotzdem einen Führer mitgenommen, weil ich meine, es ist noch ein ganz junges Pferd, der kann das einfach noch nicht. Und das wollte lieber ich als erstes mal testen, bevor ich da irgendwie Kinder draufsetze. Aber ich finde, er hat schon große Fortschritte gemacht, da hat er drauf angehalten und natürlich wird er immer riesig gelobt. Ich bin mal wieder unterwegs mit ihm, es regnet ein bisschen, weshalb ich aussehe wie ein Clown. Wir haben gerade ein bisschen Longe gemacht und zur Belohnung durfte er jetzt noch eine Waldrunde mit mir spazieren und ein bisschen was naschen. Quentino, möchtest du dazu vielleicht was sagen? Er hat nichts zu sagen.
So, hier seht ihr wieder Raben mit seinem Sattel und meine Mutter mit einem Helm. Und Ich das krieg kann dich ja nur noch, ich bedeuten, kriege dass mal sie sich alle jetzt hoch. gleich da draufsetzen wird. Und mit Raban haben wir echt das gleiche gemacht wie Stopp! mit Quintino. Also erst hat meine Mutter ihn abgeschickt. Die ganze Welt, also wenn die ganze Welt unseren Kanal angucken würde, das wäre richtig cool, du. Dann könnte ich deine Komplexe nachvollziehen. Zeig jetzt mal, aber ich will auch riechen. Da. Es riecht nach Vanille. Es riecht nach Vanille irgendwie. Und ich hasse Vanille. Ja gut, jetzt habt ihr auch die unnötige Information, dass ich Vanille hasse. Aber dann auf jeden Fall hat sie sich draufgesetzt und wir haben auch Schritt und Steh mit ihm geübt. Okay, jetzt filme ich, wie schon Janice dorthin läuft. Ja, jetzt habe ich auch schon die Aufnahme. Egal. Ich habe vergessen zu filmen. So, jetzt seht ihr hier, wie sie drauf sitzt und er muss das natürlich auch erstmal lernen. Und sie versucht sozusagen von oben schon mitzutreiben und ich bin sozusagen nur für den Notfall unten in der Mitte, dass wenn er etwas nicht versteht, zum Beispiel wenn er die ganze Zeit stehen bleibt, dass ich ihm von unten nochmal erklären kann, was er machen soll und er das dann mit der Reiterhilfe von oben verbindet. Ich glaube nicht. Jetzt sieht man hier, wie meine Mutter Quentino mit Ausbindern longiert. Quentino ist grundsätzlich schon relativ weit, aber er muss laut sagen, er lernen, sich zusammenzustellen. Deswegen haben wir angefangen, jetzt, wenn wir ihn nur ohne Reiter longieren, mit Ausbindern zu arbeiten und von hinten reinzutreiben, dass er einfach das Gewicht mehr nach hinten nimmt und aktiver von hinten läuft. Das klappt auch ziemlich gut, sodass ich denke, dass ich jetzt bald wieder anfangen kann, ohne Ausbinder zu arbeiten und um ihm beizubringen, auch ohne Ausbinder sozusagen von hinten zu laufen. Aber ihr seht schon hier, jetzt läuft er ein bisschen aktiver hinten und trippelt nicht mehr, aber das ist erst der Anfang. Wartet über die nächsten Videos ab, da sieht es dann noch besser aus. Jetzt seht ihr wieder Maren und jetzt seht ihr auch den Unterschied. Dieses Mal haben wir Zügel dran an dem Halfter. Also Maren wird dieses Mal nicht nur das tote Gewicht spielen, sondern aktiv von oben versuchen, ihn mitzutreiben, ihn anzuhalten und ihn wieder losgehen zu lassen. Sozusagen das gleiche, was wir mit Raban gemacht haben, dass der Reiter oben immer aktiver wird und der in der Mitte steht und longiert, immer inaktiver wird, damit Quentino irgendwann die Hilfen, die er jetzt vom Longeur kennt, auf den Reiter überträgt, weil irgendwann soll das ja ein Reitpferd werden, ohne dass immer einer in der Mitte stehen muss und übersetzen muss, sage ich jetzt mal. Das klappt da eigentlich auch schon ganz gut und genau, das üben wir da jetzt. Also stehen bleiben und losgehen auf Hilfe. Maren verwendet dazu auch oftmals noch die Begriffe, die ich in der Mitte verwende, also vorwärts oder steh, um Quentino damit so ein bisschen zu helfen. Zum Abschluss ist sie dann noch ohne Longe hinter mir hergeritten, auch hier zum Beispiel über so ein am Boden liegendes Cavaletti, einfach damit er sich auch daran gewöhnt, dass das nicht immer mit der Longe zu tun haben muss.
Jetzt seht ihr hier wieder Maren und Quintino. Und genau, ihr seht, dass wir auch hier den Zügel ins Halfter einschneiden. Also selbst wenn wir mit Gebiss arbeiten, damit er sich daran gewöhnt, haben wir am Anfang den Zügel im Halfter gelassen, damit er nicht gleich auch noch Druck im Gebiss hat. Sondern wir haben angefangen, auch wenn wir unsere Waldkunden gehen zum Beispiel, schon das Gebiss drauf zu machen, also die ganze Trense drauf zu machen und aber trotzdem weiter am Halfter zu reiten, dass er einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das Gebiss im Maul anfühlt, damit das nicht mehr so komisch für ihn ist. Genau, hier haben wir gerade mit ihm geübt, Raff an der Aufstieghilfe zu stehen. Aber das lernt er auch relativ schnell. So kekssüchtig wie er ist, lernt er ziemlich schnell. Genau, jetzt schwingt sich Maren wieder da drauf. Ja, es ist ein bisschen schade, weil natürlich arbeite ich mit Quintino auch weiter. Also es ist nicht so, dass ich mich einmal im Monat nur da drauf setze, sondern ich arbeite jeden zweiten Tag mit ihm an der Longe oder indem ich mich selber drauf setze. Aber da ist natürlich dann selten jemand da, der das filmen kann, weil das ist meistens unter der Woche, wo jetzt keine Kinder da sind und meine Mutter echt andere Sachen zu tun hat, als mich dauernd zu filmen. Deswegen seht ihr natürlich mehr Videoschnipsel mit den Kindern und nur am Wochenende mal ein Videoschnipsel mit mir drauf. Aber ich versuche das auch immer mehr und mehr zu filmen, wenn wir dann zu den Ausritten kommen, da sieht man dann ein bisschen mehr. Aber stellt euch einfach in euren Köpfen vor, wie ich noch weiter mit ihm arbeite. Jetzt seht ihr hier die Waldrunde, also wir gehen immer mehr und mehr dazu über, dass der Mitläufer, also in dem Fall ich, mehr Deko ist und dass sie jetzt reitet sie hier gerade Slalom um die Bäume, dass wir anfangs immer mehr und mehr angefangen haben, dass das Pferd selbstständig Sachen laufen soll, also nicht einfach nur den Menschen hinterher dackeln soll, der mitläuft, sondern auf den Reiter oben hört und dann vielleicht auch mal eben woanders langläuft als der Mensch, der eben mitläuft, und das klappt eigentlich auch schon richtig gut. So, jetzt seht ihr mich mal wieder auf Quintino und oh Gott, da war noch so richtig schönes Wetter. Ich habe da einfach mal nur ein T-Shirt an. Das kann ich mir leider jetzt gerade überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ja, also Männer steht da irgendwo in der Mitte vom Platz sozusagen als mein Retter, falls er irgendwas machen würde. Und ich habe mit ihm geübt, auf meine Bein- und Stimmhilfe vorwärts zu laufen oder stehen zu bleiben, je nachdem, was ich wollte. Am Anfang hat er das noch ziemlich zögerlich gemacht, aber es wurde dann immer besser. So, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr Klapperpferde-Videos sehen wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsszene in dem Video gewesen ist. Und dann würde ich einfach sagen, seht ihr mich am Dienstag mit dem nächsten Abschnitt wieder und am Sonntag seht ihr unser letztes Turniervideo für diese Saison. Tschüss!